Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir gleich. Wir gehen in Mamas Almond Schatulle, schauen da rein, da haben wir die Mythic Lila nach wie vor. So, dann haben wir die Evening Tire Box mit Evening Beer Dale, Beer Tasting Lois Griffin, Dinner Date Front, LARP, Bartenders Not Francine Smith und Beer Funnel Peter. Und diesen ganzen Kombos wird wieder verlinkt, könnt ihr gleich oben in der Ecke sehen. Hier haben wir die Whiskey Tire Box, Whiskey Bartender, Beer Tasting Francine Smith, Thunder Cocktails, Beer Festival Klaus Heißler und diese ganzen Kombos. Auch dazu das Video oben gerade jetzt in der rechten Ecke verlinkt. Dann haben wir hier den Mythic Peter mit Baby Bender Beer Festival LARP Bartenders Not Hank Hill und diesen ganzen Kombos. Auch interessant. Und dann sind wir auch schon in der Daily Combo Mastery angelangt. Hier haben wir heute Sexpun T-Cum. Und das ist diese Combo hier. Schauen wir mal da rein. So, es ist eine Francine Smith. Können wir gleich runtergehen zu der legendären Version, die können wir maxen. Und dann sehen wir hier 21 Punch, 18 Angriff, 17 Revanche, 17er Bombe. Mega geile Combo eigentlich. Das Ganze läuft hier mit Borix Kit, Hottie Salon, mit Furry Convention, Shrimp Dress, Shrimpy Shrimps, Doing, She Mask, Roger Sexy Shorts und Lightspeed Briefs. Also hier mit Kostümkarten. Hammergeil. Definitiv eine geile Kombo. Und ja, wer Francine Smith im Deck hat, sollte sich jetzt überlegen, ob er die Gems dafür investieren möchte. Ist auf jeden Fall eine nice Kombo. Dann haben wir den Alpenüberquerungs-Steve oder Steve Crossing the Alps. Und das ist diese Kombo hier. Mit einem Steve, den können wir auch gleich schon wieder maxen. Steve Smith mit, ja, Buzzsaw, Holographic, Washington. Und da kommt eigentlich nur Blutsauger und Cheers raus. Völlig uninteressante Combo. Dann haben wir hier wieder eine ziemlich starke. Also hätte ich nie gedacht, dass ich mal eine Francine und eine Lois-Combo stark finden würde. Gucken wir uns erstmal an hier. Lois Griffin jetzt hier. Und ja, gut, so stark ist es nicht. 17, 19, 18, 21, naja, hier 18, 20. Hier mal mit Sportsbot 5000, da bist du bei 44 im First Hit. Hier 46 mit Softball Player Jerome, 40 mit Synchronized Swimming. Ja. Auch wieder 40 hier mit Doubles Ping Pong, mit Toxic Shock 43. 42 hier mit Minis Trampoline. Also, auf jeden Fall schon eine gute Kombo, aber naja, ist jetzt nicht so der Oberhammer. Es ist schon gut, aber ist jetzt nicht der Oberhammer. Also, wer die Lois Griffin hat, ist aber wahrscheinlich eine der stärkeren Lois Griffin Kombos. Können da mal 1000 reinstecken. Grade 36, Bürokrat. Das ist der hier, ein klassische Hermes-Schrott-Kombo mit einer Mauer und dann kriegst du ihr Leben mit hinzu, wenn eine Kombo gespielt wird. Also das ist auch völlig, völlig uninteressant, diese Kombo. Also die absoluten Favorites heute oder die beste Kombo tatsächlich heute hier mit der Francine, Sex Panty Cum und als zweites dann hier Golfing Lois. Ja, dann kannst du hier diesen entweder Alpenüberquerungs-Steve oder da den Bürokrat Hermes nehmen. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schreibt es jetzt mal ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.